Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Kane. Und der gute Battlelist hatte, ja, irgendwo Mitte Dezember, Ende Dezember, so ein kleines Video, oder besser gesagt, eine Streaming-Reihe gemacht. Er hatte so ein kleines Graphic-Novel-Paket mit, Graphic-Novels von Reprodukt, Avant, ich glaube auch Edition Moderna war dabei. Und Schreiber und Leser bekommen, ne, so richtig schön schnäppchenhaft, manche Sachen noch original verpackt. Und darunter war halt auch dieses Ding. Ne? Und noch zwei andere Werke. Die beiden, ne? Und ja, es war ziemlich schnell klar, dass das irgendwie zusammengehört, weil auf all diesen Büchern steht hinten drauf Love and Rocket. Love and Rockets, so. So. Und mein Interesse war da geweckt. Der hat da so ein bisschen durchgeblättert, gezeigt, hier, was weiß. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, ne? Und Mr. Wallace hat, ich glaube, es war Mr. Wallace, uns auch noch so ein bisschen aufgeklärt, was damit auf sich hat. Das ist nämlich so eine, ja, eine Reihe, die immer für sich abgeschlossene Geschichten beinhaltet. Mal längere, mal kürzere. Das habe ich hier schon durchgeblickt, ne? Von den Hermandes-Brüdern, die halt sich immer abwechselnd mit Geschichten schreiben, ne? Mal schreibt der gute Jamie, ne? Und manchmal schreibt der gute Gilbert. Und das ist ein riesiges Universum. Ne? Und wir haben leider in Deutschland da nicht allzu viel bekommen. Wir haben insgesamt 4 Bücher davon. Ne? Und bisschen überformatige Hardcover. Ne? Sind aber eigentlich US-Comics. Ne? Und wir haben halt diese 4 Bücher. Und ich habe die mir halt besorgt. Ganz schnäppchenhaft. Jeder Band 5 Euro plus Versand. Konnte ich nicht widerstehen. Das bin ich nur ärgert. Da ist ein Loch drin. Bitte. Jetzt rückt ein Auge durch. Das ist ein bisschen schade, aber es scheint nicht die Story zu stören. Aber das hat mich jetzt ein bisschen, das habe ich auch gar nicht gleich wahrgenommen, hat ein bisschen gedauert, bis ich das gesehen habe. Aber ich habe das mir alles schon mal so ein bisschen durchgeblättert. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe gesehen, da gibt es urisch viel im Englischen. Es scheinen alles so sozialkritische Geschichten zu sein. Stories gegen Nazis, Stories gegen Unterdrückung, sexuelle Revolution, all sowas. Proteste. Ich bin irgendwie so richtig, richtig heiß auf diese Reihe, ne? Muss da sagen, das war geil, dass der Battlelist das da ausgepackt hat, das gezeigt hat. Hat mein Interesse sehr geweckt. Es waren auch noch 1, 2 andere Titel dabei, die mein Interesse geweckt haben, die ich mir dann nochmal bei eBay so ein bisschen auf die Beobachtung gelegt habe, die ich mir auch holen wollte. Aber hier hat das irgendwie sofort Klick gemacht, ne? Gleich mal angeschaut, was ist das? Ne, Love and Rockets. Und interessanterweise war auch bei Comixologie genau zu diesem Zeitpunkt dann auch ein Sale mit eine Menge Titeln. Aber in Englisch muss ich sagen, also schon auf den ersten Blick, wenn, ne, es ist halt ein bisschen doch was anderes, ein bisschen tiefgängiger, traue ich mich da nicht ganz so ran. Ich, ne, ich merke ja schon immer, bei allem, was nicht Marvel ist, wird's knifflig, ne? Aber ich habe halt wirklich richtig Bock auf diese Reihe, ne? Also möchte mich an dieser Stelle beim Battlelist bedanken, dass er diese Reihe vorgestellt hat, ne? Also ich freue mich schon wirklich, wie gesagt, wie ein Flitzebogen bin ich gespannt. Aus dem Hause Splitter habe ich gelesen Don Vega von Pierre Ellery. Ich hoffe, ansatzweise richtig ausgesprochen. Das ist eine, ja, recht freie Zorro-Adaption, ne? Also der mit dem Z, nicht der, der sich immer überall verläuft, ne? Und sich ständig mit Sanji prügelt. Hier, Zorro. Kannst du nicht wenigstens beim Spülen mal die Klappe halten? Und der gute Ellery hat eigentlich Erfahrung mit solchen Adaptionen von klassischem Stoff. Er hat eine Adaption von Moby Dick bei Splitter draußen. Belladonna, das muss ich mir unbedingt mal angucken. Und eine Sindbad-Adaption. Und er war auch für die Zeichnungen dieses Bandes zuständig. Conan, die Königin der Schwarzen Küste, was auch ein echt toller Band war in meinen Augen. Zeichnerisch unterscheiden die beiden sich aber stark, ist mir aufgefallen. Wenn man es nicht weiß, dass das beides vom selben ist, möchte ich behaupten, würde man es nicht sofort erkennen. Also es ist nur sehr schwierig. Ich bin halt auch der Meinung, dass die Kopfhöhe bei Conan mindestens ein Kopf kleiner ist als bei Don Vega. Also dass die Figuren halt generell kleiner sind. Ne? Kann aber auch täuschen, weil sie halt stämmiger sind, ne? Aber in meinen Augen erkennt man es nur ein bisschen an den Gesichtern. Ne? Man hat auch hier und viel
viel leichteren Strich, ne? Und hier auch einen viel dickeren Strich. Das ist mir so aufgefallen. Und man arbeitet hier mit Pünktchen Schatten, also so Rasterfolie Technik, ne? Hat halt eine ganz andere Wirkung, ne? Und ihr seht viel klarere Zeichen, ja, Linien und auch eine ganz andere Farbgebung, die halt auch viel mehr auf Point ist und nicht so ein bisschen verwischt wie bei dem anderen. Beides finde ich geil, ne? Gleich vorweg. Und ich finde es persönlich halt geil, wenn Autoren halt, oder Autoren, Zeichner, in jedem Werk eine persönliche Note geben. Finde ich super. Finde ich richtig super. Es ist eine freie Zorro-Adaption. Es ist also keine Adaption einer klassischen Zorro-Geschichte, was schlichtweg gar nicht möglich ist, weil nach meiner Recherche spielen die regulären Zorro-Novellen alle um 1802 etwa, ne? Oder zumindest die erste spielt da. They're back in time. Wir befinden uns hier zu einem Zeitpunkt, wo ja die Vereinigten Staaten einige mexikanischen Ländereien annektieren. Das haben sie 4 Jahre vorher schon mit Texas gemacht. Und ja, jetzt sind sie halt da an Kalifornien dran, haben es auch besetzt. Es ist aber noch kein Bundesstaat, sondern es ist einfach eine Militärregierung hier vor Ort. Und man versucht halt hier die Besitzansprüche der Bewohner für null nichtig zu erklären. Sprich, alle Besitzurkunden, die von der mexikanischen Regierung ausgestellt werden, sollen für null nichtig erklärt werden. Scheiße. Es gibt aber ein Problem. Und zwar die Ländereien der Familie Vega sind da irgendwie ausgeschlossen, weil die irgendwie auch von den amerikanischen Gesetzgebern safe sind, ne? Und da kann ja das Militär nicht so einfach ran. Aber der General Gomez, der hier eingesetzt ist, um hier für Frieden zu sorgen, möchte an diese Länder rein. Ne? Und ja, kämpft dafür hartnäckig. Und ja, wie gesagt, 49 befinden wir uns. Und ja, auf dem alten Kontinent, um genau zu sein, in Madrid, bekommt ein junger Herr Don Vega. Einen Vornamen werden wir in diesem ganzen Buch nicht finden, was mit Sicherheit auch Absicht ist, ne? Um eben hier ein bisschen Interpretationsspielraum auch auf die alten Werke hin offen zu lassen. Ne? Ja, und bekommt mitgeteilt, dass seine Eltern beim tragischen Unfall ums Leben gekommen sind und er jetzt unbedingt nach Hause kommen muss, bevor die Amerikaner, also der General Gomez, ja, sein Hab und Gut sich einverleibt. Swiper nicht klauen! Swiper nicht klauen! Swiper nicht klauen! Ach, Manno! Das ist erstmal so dieser Eckpunkt am Anfang, ne? Während eben in Kalifornien halt echt alles sehr beschissen ist. Die Mexikaner sind alle schon enteignet und schuften jetzt wie wild für den General Gomez, müssen in irgendwelchen Minen nach Erzen, Gold und Schätzen graben, so wirklich bis zum Unfallen, die werden wie Sklaven behandelt, ausgepeitscht. Es ist halt wirklich schlimm, ne? Und ja, aber immer in der Zeit, wo es Menschen schlecht geht, ja, will man hoffen. Und die Mexikaner haben eine Legende. Die Legende von Zorro, der immer dann auftaucht, wenn es den Mexikanern schlecht geht, ne? Also hier Kalifornien schlecht geht, taucht er auf, hilft und rettet das Volk. Und so rufen und wünschen sich eben die Mexikaner eben diesen Zorro herbei, hinterlassen überall sein Symbol, um zu zeigen, hey, wir kämpfen für Freiheit, oder äußern sich offen eben dazu, dass sie halt Zorro haben wollen, ne? Und ab und zu gibt es auch den einen oder anderen, naja, ich möchte mal sagen Verrückten, der die Maske einfach so überzieht, um sich halt ja dem Militär entgegenzustellen, obwohl diese Person im Regelfall nicht mehr ist als einfach ein Familienvater, der überhaupt keine Kampferfahrung hat, der eigentlich gar nicht dem Militär gewachsen ist, der nicht mal mit einer Waffe umgehen kann. Ne? Und das Ende vom Lied sind halt eine Menge Hinrichtungen zu diesem Zeitpunkt. Das Besondere an dieser Geschichte ist, sie wird nicht aus der Sicht des Helden, des Don Vegas, erzählt, der ja am Anfang diesen erschütternden Brief mit dem Tod seiner Eltern bekommen hat. Nein, sie wird halt durchgängig ja, von dem Bösen berichtet. Wir erleben halt wirklich mit,
wie die Bösen, wie der Gomez und sein einäugiger Handlanger, dessen Namen ich wie immer vergessen habe, eben immer mehr Schrecken in Kalifornien verbreiten und wie sie versuchen halt das Volk zu schänden, wie sie an deren Besitztümer rankommen wollen und auch an die Besitztümer desselbigen Don Vegas. Es ist wirklich eine super geil geschriebene Story und gerade durch diesen Kniff, dass wir eigentlich die Geschichte ausschließlich aus der Sicht der Bösen und nur wenig Einblick in die Sicht von Zorros haben, ist das mal auch ein ganz anderer Erzählrhythmus, der mir viel Freude gemacht hat. Super gut geschrieben, die Zeichnung von Pierre Ellery gefallen mir sehr gut und das Ende ist auch ganz cool, denn am Ende der Geschichte wird ein Diego geboren. No way. Und da sind wir halt wieder rückwirkend bei den Romanen, denn der Original Zorro heißt ja Don Diego della Vega. Ne? Und damit schließt sich da auch irgendwo wieder ein Kreis. Ne? Und ich finde es halt auch, gut, ich kenne die Romane und alle nicht so, aber für mich ist das halt auch so erzählt, als würde es halt die perfekte Fortsetzung der Originalgeschichten sein, halt nur eben 50 Jahre später. Ne? Weil Zorro ist eine Legende. Ne? Man weiß nicht, hat es ihn gegeben, gab es ihn nicht, war er damals unterwegs, sind die Originalgeschichten, die 1802 spielen, sind die passiert? Ist dieser Don Vega einfach ein Nachfahre dieses ersten Zorros? Aber es ist Ihre Aufgabe zu entscheiden, ob diese Geschichte wahr oder gelogen ist. Es hat mir gefallen. Ich hatte Spaß, die Zeichnungen gefallen mir, ja, rundum begeistert, ne? Und darum herzliches Danke auch an den Splitter Verlag, die mir diesen Band auch zur Verfügung gestellt haben, ne? Herzlichen Dank dafür. Dann habe ich gelesen den ersten Band der Gesamtausgabe von Valentina von Guido Krepax. Das sind Comics aus den 60er Jahren, die für ein ja, erwachsenes Publikum geschrieben und gezeichnet waren. What the fuck? Wir haben hier drinne 5 Geschichten, wovon eine auch wirklich nur eine Kurzgeschichte ist. Ne? Und der Künstler, der Guido Krepax oder Krepas eigentlich, ne? Weil kommt wohl aus Österreich und da war noch ein Z hinten dran, dann ist die Familie nach Italien gezogen, dann wurde daraus ein Z und irgendwie hat er daraus dann ein X gemacht als Künstlernamen, ne? Ist eigentlich Illustrator. Hier seht ihr so ein paar Schallplatten, die er seinerzeit erstellt hat. Und ich denke, da merkt ihr schon diese hohe Kunst, die dieser Mann eigentlich hatte und auch diese erotische Note, die hier so ein bisschen überall mitschwingt, ne? Also zumindest bei dem, wo die jungen Damen sind, ne? Ich find's geil. Ich fand hier schon das einfach genial. Ansonsten hat er halt einige Werbesachen gemacht, ne? Wie man hier sieht, auch schon sehr erotisch. Klebefinger. Und das in den 60er Jahren, ne? Bin da schon ganz, oder hier ein Werbeplakat für Ferrari. Auch nett. Kann man machen. Kann man alles machen, ne? Warum nicht, ne? Nein, doch. Oh. Jedenfalls wurde er dann eines Tages vom Herausgeber eines neuen Magazines namens Linus angesprochen, ob er da nicht was beisteuern will. Ne? Auch hier, tolles Kunstwerk von ihm. Und hat gesagt, ich schreibe dir eine Geschichte, wie sie noch keiner gesehen hat. Und das war dann die Lesmo-Kurve. Und ich glaube, wahrscheinlich wird er es, nachdem man das hier weiterliest, wird er wahrscheinlich den Aufbau dieser Geschichte sogar ein bisschen bereut haben. What? Weil die halt ein paar übernatürliche Elemente drin hat und im Endeffekt eine Superhelden-Story ist, ne? Wo Valentina einfach nur eine Nebenfigur ist, sie ist Fotografin und ist da unterwegs mit einem Künstler namens Philippe, die sich halt kennengelernt haben und ja, während halt Valentina ihre Fotoshootings macht oder ihre Arbeit nachgeht, wird sie halt regelmäßig von diesem Philipp begleitet, ne? Die sind aber beide hier nur Nebenfiguren für einen Kriminalfall um Heiratsschwindlerei. Ne? Hier wird halt versucht, einen Rennfahrer zu ermorden, ne? Damit die Frau halt an das ganze Vermögen von dem rankommt und dann wird das halt zwischen einigen Gangstern aufgeteilt. Ne? Und da kommt der Held Neutron ins Spiel, ne? Dessen Fähigkeit es ist, Sachen in der Zeit gefrieren zu lassen. Ne? Also Menschen,
in der Zeit stehen zu lassen, die dann auch nicht wissen, dass sie in der Zeit gestanden haben, aber auch Gegenstände in der Bewegung zu stoppen, wie zum Beispiel hat er diese Fähigkeit gemerkt, als ein Auto auf ihn mal als Kind zugefahren ist und er einfach hingeguckt hat und dann ist das Auto, naja, stehen geblieben und er konnte ganz normal weitergehen. Ne? Das ist seine Fähigkeiten und so versucht er halt, diese Mordreihe aufzudecken und die gute Valentina ist hier halt eine Nebenfigur. Ne? Trotz allem gibt es auch hier schon einige kleine erotische Eskapaden. Sie hatten Sex. Die aber hier noch nicht so unbedingt sehr weit gehen. Ne? Eine ganz große Besonderheit, und das merken wir auch dieser ersten Geschichte schon an, ist der Erzählstil. Ne? Ihr kennt ja alle amerikanische Comics, vor allem diese ganz alten Comics, die ich halt nicht so gerne mag, weil wir da haben wir ganz viele Sachen dann in einem Kästchen erklärt gekriegt haben, was in der Zwischenzeit passiert ist, wo wir halt irgendein Handlungsding hatten, dann kommt plötzlich ein Panel, wo drinnen steht, jo, in der Zwischenzeit ist das und das passiert und dann geht die Handlung weiter. Und jetzt müsst ihr euch dasselbe hier vorstellen, nur ohne das Kästchen. Tolle Leistung, du Genie! Das heißt, wir machen hier knallharte Sprünge zur nächsten Szene. Klar, da gibt's auch manchmal ein Kästchen, was uns sagt, okay, wir sind jetzt anderswo oder wir sind jetzt dort und dort, aber wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und in der Zwischenzeit passieren Sachen. Und die müssen wir uns durchs Lesen selbst erarbeiten. Und das wiederum finde ich einen richtig geilen Erzählkniff. Ne? Damit wird der Leser schon richtig gefordert. Ne? Und der gute Krepax hat es hier auch, jetzt gebe ich ein Zitat so sinnesmäßig wieder, weil ich das auf die Schnelle nicht finden werde, mal so beschrieben, für ihn ist ein Comic ein viel intensiveres Erlebnis als der Film, weil der Leser, der Konsument, sich den Raum zwischen den Panels, was also zwischen diesem Panel und dem Panel passiert, in diesem freien weißen Feld, sich selbst erarbeiten muss, während man das im Film halt ins kleinste Detail ja zu sehen bekommt. Ne? Finde ich einen interessanten Ansatz für das Ganze. Ne? Ja, auch die zweite Geschichte, Ciao Valentina, ist im Endeffekt immer noch so eine Superheldengeschichte. Nur rückt jetzt Valentina hier sehr stark in den Vordergrund, denn sie wird am Anfang der Geschichte entführt, zwar auch sofort wieder freigelassen. Wie gesagt, sie ist Fotografin und hat Fotos von einem jungen Model geschossen. Und zwar diese 6 Fotos. Und wenn man sich die ganz genau anguckt, sieht man da hinten ein Apartment und dort passiert etwas. Was dort passiert, weiß man nicht. Aber genau für diese Fotos wurde sie halt, naja, entführt, damit man an diese Originalfotos kommt, damit das halt nicht irgendwo öffentlich gemacht wurde. 2 Fotos sind halt auch schon veröffentlicht worden, ne? Und Philipp mischt sich natürlich dann ein, um zu schauen, was mit seiner Freundin los ist, ne? Und auch Neutron ist wieder hier mit von der Partie, um Valentina hier zu helfen. Hier merken wir aber, dass Valentina eine sehr viel aktivere Rolle einnimmt und ja auch eine viel selbstbewusstere Rolle, wobei sie auch schon in der ersten Geschichte sehr selbstbewusst rüberkommt, ne? Und eigentlich dann ab hier an auch ein bisschen zur heimlichen Heldin erstmal wird. Aber noch nicht so voll, weil am Ende ist immer noch Neutron hier in dieser Geschichte die Hauptfigur. Klar. Aber danach ändert es sich und dann ändert es sich richtig heftig. Dann haben wir nicht nur, dass Valentina wirklich die Hauptfigur der ganzen Sache ist, sondern auch der Erzählrhythmus, da wird nur ein bisschen Paarschippen draufgelegt. Hier ist es jetzt nicht mehr einfach nur so, dass irgendwas zwischen den Panels passiert oder nur ein bisschen was passiert, sondern passiert ein ganzes Dutzend an Sachen. Ne? Wir gehen in ein sehr surreales Szenario, in dem auch ganz oft Traum und Realität miteinander verschwimmt. Und das erfahren wir dann das erste Mal in Valentina, das standhafte Mädchen aus Papier, was im Endeffekt eine Adaption vom tapferen Zinnsoldaten ist. Denn diese Geschichte bekommt hier eine junge, sehr junge Valentina erzählt, ne, die daraufhin ihrem eigenen Zinnsoldaten, ihrer eigenen Figur das Bein abbricht, ne, damit halt, ja, ihr Zinnsoldat dem Original-Zinnsoldaten ähnelt, ne? Und sie flüchtet hier halt immer wieder in Märchen. Und vor allem natürlich in die Geschichte des Zinnsoldaten, aber auch in Geschichten aus dem Strubbelpeter, die ich jetzt mal lieber nicht reinhalte. Da sind so, sagen wir mal, 4 Szenen dabei, die ein bisschen schwierig sind. Aber diese junge Dame als Kind flüchtet halt dorthin zu einer Zeit, wo wirkliche Monster
in Europa unterwegs waren. Ich versuche euch die andere Seite wenigstens reinzuhalten. Die wirklich bösen Monster, die sie halt auch als Monster nur wahrnimmt. Nämlich deutsche Arschlöcher. Weil ich Frauen nicht leiden kann. Das finde ich faszinierend. Dieses Kind hat Angst, sucht Zuflucht und ihre Zuflucht sind die Märchen und natürlich eben dieser tapfere Zinnsoldat. Ne? Und das finde ich super genial, dieser Übergang, wie sich das alles vermischt, wenn dann halt ein deutscher Zollbeamter eben im Endeffekt zur Ratte wird, ne? Die ja den Zinnsoldaten dann angreift, ne? Oder wenn der Zug selbst im Endeffekt zu dem Fisch wird, der halt den Zinnsoldaten frisst, ne? Also das ist wirklich richtig geil inszeniert, ne? Richtig toll. Richtig toll. Und danach wird es aber richtig abgetreten. Da schaut euch rein. Dieses Panel an, ne? Wenn ihr das jetzt auseinanderbaut, könnt ihr das hier auf die Füße stellen, ne? Also hier haben wir die gute Valentina mit Philipp im Bett und da sehen wir einfach mal von unterschiedlichen Blickwinkel dieselbe Szene. Also auch geil gemacht, ne? Also künstlerisch reißt das Ding vieles ab. Die Hälfte der Seiten möchte man sich eigentlich an die Wand hängen. Und das Ding wird jetzt sehr explizit, was auch die Erotik angeht, denn ja, ihr seht schon, ein bisschen SM, ne? Wobei das aber halt alles wieder Traumsequenzen sind, und zwar von Valentina, ne? Was ich sehr interessant fand, ne? Diese Geschichte zu greifen ist schwer. Wir haben im Endeffekt Valentina und Philippe, die die ganze Zeit Bettgymnastik betreiben. Und zwischen der Bettgymnastik gehen sie halt spazieren, finden einen Schuh im Wald und fangen sich an, eine Geschichte um diesen Schuh herum zu spinnen, die natürlich immer mal wieder in eine andere Richtung geht, ne? Und dann wird irgendwann diese Geschichte in Traumform zur Haupthandlung und irgendwann blickt man gar nicht mehr durch, was ist wahr, was ist Realität. Vor allem auch dadurch, dass sowohl Valentina als auch Philipp hier drinnen träumen, ne? Und es ziemlich lange dauert, bis man überhaupt versteht, dass überhaupt beide hier träumen getrennt voneinander. Ne, das merkt man nicht sofort, man merkt, dass was anders ist. Ne? Ne, und diese Träume auch nicht geradlinig sind. Sie haben nicht immer was mit dieser Geschichte zu tun, wodurch das halt immer wieder in eine sehr verschwommene Richtung geht. Ne? Und zwischendurch haben wir das hier. Also, die künstlerische Anordnung ist schon genial. Aber was will uns der Künstler hier erzählen? Ich habe keine Ahnung, aber hier sind die Textsachen ganz wichtig, denn die erzählen uns etwas ganz Bestimmtes, was mit Valentina in der Realität passiert. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht weiß, wie ich das hier interpretieren soll, was ich hier sehe. Ne? Aber in der Realität passiert etwas mit ihr, was in der ganzen Geschichte selbst nicht so wirklich behandelt wird. Also wir wissen nicht, dass da was mit ihr passiert, weil wir uns ja fast ausschließlich in den Träumen befinden, ne? Und eben auch oft gar nicht wissen, sind wir jetzt im Traum oder nicht, ne? Und erst am Ende, und das halt eben auch wieder sehr kompliziert, wird diese Geschichte aufgelöst, ne? Für mich wäre hier natürlich die Frage, wo spielt diese Geschichte? Das ist hierbei die größte Frage, weil es ja noch zwei Fortsetzungsgesamtausgaben gibt, bei denen ich jetzt erstmal sagen würde, sie müssten dann ja eigentlich hier dazwischen spielen. Ne? Brutal, balla, balla. Und normalerweise wäre hier eigentlich die Geschichte von Valentina, denke ich, eigentlich zu Ende. Ne? Aber wir haben hier noch eine Valentina-Geschichte drin, und zwar tapfere Valentina. Und das ist halt auch wieder genial. Es spielt eben wieder mit diesem Surrealismus, mit diesem, was passiert zwischen den einzelnen Ereignissen hier, ne? Weil da liegen teils Jahre dazwischen. Hier erleben wir die Geburt von Valentina und ihre Kindheit wieder inklusive Gegenüberstellung mit dem Leben vom guten Philipp, ne? Also von beiden wird hier eigentlich ihre Herkunft uns geschildert, bis sie sich in der Lesmo-Kurve dann am Ende treffen. Also das ist halt allein schon ein richtig genialer Übergang, weil dann einfach am Ende steht Fortsetzung in die Lesmo-Kurve. Und damit fängt man jetzt einfach an, den Band nochmal zu lesen. Ganz einfach. Also ihr habt ihn jetzt einmal gelesen und jetzt fangt ihr wieder von vorne an. Im Endeffekt ist das jetzt ein unendliches Comic geworden mit diesem Ansatz. Du liest es durch und dann sagt es dir, hey, du musst jetzt von vorne anfangen. Super genial.
Und ganz ehrlich, die Kunst hier drinnen ist einfach genial. Ne? Also, ich bin begeistert von dieser Kunst. Ne? Sowas teils so surreal, dann total realistisch. Panelgestaltung, Aufbau. Manche Panels gehen ineinander über, manche sind ganz hart voneinander getrennt. Dann Übergänge zwischen den einzelnen Szenen, bis ins geht nicht mehr. Ne? Natürlich sind das Comics aus den 60er Jahren, die uns zwar eine starke Frau präsentieren, aber trotzdem von einem Mann geschrieben sind. Das heißt, hier läuft jetzt nicht alles ganz optimal in Sachen Sexualisierung. Ne? Wir haben hier auch klar einige Übergriffe. Valentina ist hier in einer Geschichte auf der Flucht vor Gangstern und läuft ja in einem Hotel rum und in die Hände eines Mannes, bei dem sie Schutz sucht, der aber, naja, nur Russisch spricht, ne? Und sie versucht ihm mitzuteilen, hey, hilf mir, ich bin in Gefahr. Und er fängt an, sie zu befummeln. Am Ende hilft er ihr zwar, weil er es dann irgendwann geschnallt hat, dass sie nicht mit ihm in die Kiste will. Aber das ist schon sehr unangenehm an dieser Stelle. Ne? Das schreit nach Sexismus und allem halt Storyboard. Trotz allem würde ich es halt auch als eine Geschichte der sexuellen Revolution mit betrachten. Ne? Die Änderung der Wahrnehmung des Sexes an sich in unserer Gesellschaft und eben auch, dass auch Frauen Spaß an selbigen haben. Ne? Dieses geht aber eigentlich hier noch recht harmlos vonstatten. Ne? Also ich habe die anderen Bände mir auch durchgehört, da wird es dann auch noch ein bisschen expliziter. Aber eigentlich auch alles noch im Rahmen in meinen Augen, wobei letztens mit Earl Grey ja darüber auch im Livestream bei der Comic-Kanal gesprochen hatten und er sah das ein bisschen anders. Ich denke, das ist alles noch relativ harmlos. Klar, es sind hier SM-Szenen mit drinne, die aber alles Traumszenen sind und nicht für mich übergriffig jetzt erscheinen, eben auch dadurch, dass es halt Traumszenen sind, ne? Aber diese Sache halt mit dem Russen, die ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen an dieser Stelle, ne? Aber ich hatte hier halt wirklich Spaß und die Kunst ist ja auch einfach genial. Man merkt halt auch, dass wir es hier wirklich mit einem Künstler zu tun haben und nicht einfach mit einem Comic-Schaffenden. Also ist dieses Werk halt auch in meinen Augen ganz anders zu betrachten. Oh Mann, das hat mich umgehauen! Ehrlich gesagt würde ich mir noch gerne auch andere Werke von Guido Krepax außer Valentina angucken. Ich weiß, es gibt eine Adaption von ihm, von Emanuel, die hier drin erwähnt wird, wie noch einige andere und auch explizitere Erotikwerke. Ich glaube, eins hieß Beatrix. Stand halt alles auch mit in dem Vorwort drin. Da hätte ich schon Interesse dran, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil das hier gefällt mir schon sehr. Und ich hätte nichts gegen ein bisschen Erotik noch nach oben, ne? Weil das hier doch in meinen Augen noch recht zurückhaltend ist. Es ist schon sehr gewagt und vor allem für die damalige Zeit sehr gewagt, aber wenn man halt weiß, er hat auch noch etwas explizitere Werke, würden mich die halt auch reizen. Und vor allem, wenn es halt Werke aus, naja, vergangener Zeit sind, wo halt das alles, die Wahrnehmung auch noch ein bisschen anders war als heute, bin ich da noch ein bisschen neugierig. Und wie gesagt, die Kunst steht, denke ich, für sich und dieses Collagenhafte, dieser Surrealismus, der hier drinnen wirklich immer wieder Anwendung findet und diese ganz, ganz besondere Panelgestaltung. Manchmal weiß man auch gar nicht, bei welchem Panel man weiterlesen muss. Ne? Und es gab sogar dann auch eine Szene, eine Traumsequenz von Valentina in der vierten Geschichte. Ach, hier ist sie auch schon. Wo wir uns im Kreise bewegen. Ne? Was muss ich gucken? Wo fangen wir an? Ach so, hier. Hier lesen wir nach unten, rüber, hoch. Aber ihr könnt dann auch so rumlesen, ne? Also, das ist eine Erzählstruktur. Ihr bewegt euch im Kreis. Theoretisch wärt ihr welche Schluss in der Geschichte, ne? Also wirklich sehr tolles Werk. Riesige Empfehlung. Hohe Kunst. Mega. Mega begeistert. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle da auch, die anderen beiden Werke zu konsumieren. Ganz ehrlich. Also, richtig toll. Bei Marvel war ja jetzt, Ten of Sword oder X of Sword, erledigt. Und ja, jetzt habe ich halt ein bisschen wieder X-Men danach gelesen, ein bisschen kombiniert. Was auch richtig ist, dass man das vielleicht so ein bisschen kombiniert hier liest, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Denn das bereitet alles so ein bisschen auf das große nächste Story-Ding bei den X-Men vor, und zwar die Hellfire Gala. Ne? Nach X of Sword
ist es jetzt so, dass Jean und Scott ihren Platz im stillen Konzil verloren haben und eigentlich kriegen sie ihn gerade wieder angeboten, aber beide sagen, nö, wir haben nicht so wirklich Bock. Nein, dann eben nicht. Denn unsere Insel fehlt etwas. Die ist ja voll mit Mutanten, aber eigentlich gibt es keine X-Men und wir sollten nicht hier sitzen, sondern eigentlich sollten wir für unser Volk da sein, für unsere Mutanten und dementsprechend sollten wir ein neues X-Men-Team gründen und hierbei ist das ganz Besondere, es finden Wahlen statt. Und die sollen jährlich stattfinden. Wählt euer X-Men-Team, liebe Mutanten auf Krakau. Finde ich eine richtig geile Idee und ich finde das Poster auch richtig geil, ne? Und da gab es dann aber auch damals, als das passiert ist, auch bei uns eine Abstimmung, welche Mutanten, die wir mit haben wollen, drin haben wollen. Ich hatte für Morrow gestimmt, sie ist es nicht geworden. Ich weiß aber auch nicht, wer es dann geworden ist. Und ganz aktuell läuft da auch gerade wieder eine Abstimmung oder ist gerade gelaufen, ne? Und hier wird halt auch angekündigt, dass eben die Auflösung dieses Wahlverfahrens auf der Hellfire Gala uns präsentiert wird, ne? Die große Party des Hellfire Clubs, ne? Hey, did you say party? Ja, und ansonsten spinnen uns jetzt erstmal diese ganzen Hickman-Hefte, die wir jetzt hier erstmal haben, also Heft 25 bis Nummer 27, all diese begonnenen Storylines, die wir vor Acts of Sword immer mal hatten, wir hatten ja immer mal ein oder zwei Hefte, die irgendwas anteasern, was nicht fortgesetzt wurde, das wird jetzt hier alles so ein bisschen fortgesetzt. Wir haben hier dann eine Geschichte, wo Storm, Jean und Cyclops in neuen alten Kostümen, wie wir sehen, ne? Ja, zu den Shi'ar gehen, weil Königin Sandra, die Tochter von Charles Xavier und Lyandra, entführt wurde. Und jetzt müssen unsere drei Mutis, die halt befreien. Das ist halt nur wieder ein Bruchstück des ganzen Shi'ar-Storyline, die eben schon seit einiger Zeit läuft. Rührt sich nichts? Bei mir auch nicht. Für mich ganz besonders interessant war vor allem jetzt hier Ausgabe 26. Denn hier wird die Childrens of World Storyline endlich fortgeführt. Wir hatten in dem ursprünglichen Heft, wo das losgegangen ist, ist halt bei Hickman sehr schwierig, das alles durchzublicken, wie der das hier erzählt. Das ist ein reines Chaos. Kann er das mal durchgängig erzählen? Meine Güte. Alle sind Schwachköpfe, Schwachköpfe. Hatten wir es, dass X-23 Darwin und Zink, also Darwin kenne ich nicht und Zink stammt von Generation X und X-23 kennen wir ja alle, ins Vault eingedrungen sind. Ist so eine Welt in der Welt hier in so einem riesigen Sentinel, ne, in dem die Zeit anders läuft, so wie The Vault von Reed Richards, also dem ultimativen Reed Richards, wo halt, ja, 100 Jahre innerhalb von ein paar Tagen in unserer Welt passieren, ne, und hier wird halt eben diese Stadt, dieses Vault, arbeitet halt daran, eben den perfekten genmanipulierten Menschen zu erschaffen, der halt dann Herrscher der Menschheit wird, ne, und eben X-23 und ihre zwei Teamkameraden haben sich hier eingeschleust, um halt zu wissen, was eben in diesem World passiert und was da geplant wird, ne, und jetzt erfahren wir halt wirklich, was in diesen 100 Jahren, die sie dort nun gefangen waren, passiert ist, ne, und natürlich, wie diese Sache halt am Ende ausgeht. Hierbei merkt man halt, was das große Problem dieser ganzen Klonsache ist, die ja bei den Mutanten abläuft. Also das wird hier ganz klar deutlich. Und ich will es halt nicht spoilern, aber das fand ich ein bisschen schade am Ende, ein bisschen traurig am Ende. Ne? Aber darauf habe ich gewartet, darauf hatte ich Bock und ist natürlich aber weiterhin, wie wir es von Hickman gewohnt sind, nur ein Prolog für irgendwas, was dann noch irgendwann irgendwo mal kommt. Lass den Schmude, du bist ja schlimmer als ein Kampfdackel! Und dann geht auch die ganze Nimrod-Sache weiter. Diesmal ist es Mystique, die sich Nimrod stellt, weil sie möchte ja Destiny zurückhaben und bekommt jetzt von Charles und Magneto den Auftrag, die Station von Nimrod völlig zu zerstören, damit halt dieser Nimrod nie so wirklich in Erscheinung tritt, ne? Ich muss hier nicht erwähnen, dass hier Magneto und Professor X hier weiterhin ihr falsches Spiel gegenüber Mystique spielen, was sie halt schon von Anfang an gespielt haben. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Halt wieder ein Baustein für die ganze Nimrod-Sache, die ja dann theoretisch
Power of X and House of Ten münden werden würde, wenn das halt so weiterläuft. Ich verstehe diese ganze Power of Ten und House of X Sache immer noch nicht so ganz. Ich kann halt nur sagen, die Hefte haben mir jetzt erstmal soweit Spaß gemacht. Ist halt schade, dass es halt nicht geradlinig erzählt wird, dass wir immer nur stückenhaft irgendwelche Story-Abschnitte bekommen. Dann geht's mit was anderem weiter, dann geht's irgendwann mal vielleicht irgendwo weiter. Das fand ich an dieser Stelle ein bisschen schade. Aber die Häppchen, die jetzt hier kamen, die haben mir eigentlich rundum Spaß gemacht. Und vor allem bin ich halt immer noch gespannt darauf, wie Mystique am Ende auf diese ganze Sache rund um Destiny reagieren wird. Ne? Ja, und ansonsten bietet Heft 27 jetzt aber eigentlich nur dieses eine reguläre Heft. Und hinten drin sind halt so ein paar One-Shot-Storylines aus Marvel Voices Legacy, eine Mystique-Story, dann flirtfreudige Kreaturen. Was war das wieder? Ach so, das war was mit Domino, genau. Money war irgendwas mit Lady Deathstrike, auch totaler Rotz, und bei Bedarf Gießen war eigentlich ein Gag mit Jean Grey. Das waren halt, die letzten beiden Sachen waren halt nur Einseiter, ne? Und das letzte war halt eigentlich nur so ein typischer Gag, so ein One-Pager-Gag halt, ne? Das ist ein Schrott. Hätten sie das Heft teurer gemacht und die fehlenden, waren es Annuels da noch reingeknallt? Genau, Annuels waren es. Da fehlen ja noch ein oder zwei. Hätten sie davon eins reingeknallt, wären wir besser beraten gewesen. Ne? So, Marauders. Ne? Auch hier befinden wir uns natürlich jetzt nach Ten of Swords. Und jetzt kann endlich die Story aus Band Nummer 2 wieder aufgegriffen werden, die jetzt durch dieses House of Ten unterbrochen wurde. Ich muss sagen, House of Ten hat sich nicht gut eingeführt innerhalb der Spin-Off-Serien. Es funktioniert super gut für die Hauptreihe, aber hier, nee. Ne? Aber jedenfalls geht's jetzt endlich weiter und die gute Emma und die gute Kate begeben sich nun zu Sebastian Shaw, um ihn zur Rede zu stellen, weil er ja die gute Kate getötet hat. Ne? Und diktieren ihn jetzt auf, wie es in Zukunft weitergeht. Und das ist sehr brutal, vor allem auch das, was die gute Kate hier macht. Also, das ist nicht mehr die Kitty Pryde, die ich eigentlich kannte. Und da sie in meinen Augen ja doch ein bisschen anders da funktioniert als die anderen Mutanten, finde ich das halt auch wieder sehr, sehr schwierig. Ne? Aber hier wird eben der Grundstein eben auch zur Hellfire Gala gelegt. Ne? Die Vorbereitungen dafür laufen halt auf Hochtouren. Also warum wisst ihr davon nichts? Nebenher brennt die Luft aber in Madripoor. Denn ja, als Kate angegriffen wurde, wurde auch Lockyer, heißt ja so, keine Ahnung, der Drache angegriffen und ins Meer geworfen und wurde in Madripoor angespült. Und Kate möchte sich jetzt bei denjenigen bedanken, die halt Lockyer gerettet haben, sich um ihn gekümmert haben, ne? Und muss leider feststellen, dass hier gerade alles sehr, sehr schief läuft, dass man versucht, die Armen aus ihren Wohnungen zu verdrängen und ja, daraus ein neues Dubai zu erschaffen. Hier ist euer Sam Desi und was ihr gerade hinter mir seht, ist tatsächlich mein neues Haus. Yay! Ihr habt ja schon gesehen, dass ich in letzter Zeit mir einige Häuser anguckt habe hier in Dubai, denn ja, ich lebe jetzt in Dubai, nicht mal in Deutschland. Und ja, Kate kann dabei nicht zuschauen und ja, mobilisiert alle Mutanten, also das komplette Krakau, um halt hier Grundstücke zu kaufen, Schulen zu bauen, Krankenhäuser zu bauen, halt sich um alles zu kümmern, ne? Ganz zu missfallen von denjenigen, die hier halt ja, die Herrschaft innehaben wollen, ne? Inklusive des Hellfire Kid Clubs. Also ihr kennt schon dieser Hellfire Club, den wir aus Wolverine und X-Men kennen. Die hier auch zurückkehren, ne? Sind die aus frischen Pfadfinderinnen gemacht? Ja, dann hätten wir dann das nächste Thema. Das ist wieder ein bisschen komplizierter. X-Force und Wolverine. Und das war leider schon mit den beiden Vorgängerbänden, also zu jedem der Vorgängerbände, ein riesiges Problem, weil die nicht aufeinander abgestimmt waren, obwohl beide von Benjamin Percy geschrieben sind. Aber muss man erstmal hinkriegen. Denn er hat nämlich in beiden Vorgängerbänden Omega Red als Gegner eingeführt. Sowohl bei Wolverine als auch bei X-Force, nur in beiden Stories mit einer unterschiedlichen Rolle. Und das versucht man halt jetzt irgendwie noch zu klären. Das Blöde ist, der letzte Wolverine-Band endete mit einem Cliffhanger in Sachen Omega Red und Wolverine, der nicht aufgelöst wurde, weil ja, X of Swords. Mit dem senilen Tiger. Na, so. Also, schwierig, ne? Jedenfalls sind wir eigentlich
nicht dort, wo Wolverine aufgehört hat, sondern wir sind halt eigentlich dort, wo X-Force aufgehört hatte. Omega Red ist halt von X-Force inhaftiert worden und verhört worden und man weiß mittlerweile, dass er für Dracula arbeitet und dass er korrumpiert wurde und all sowas. Und benutzt ihn jetzt halt im Endeffekt als schmutzige Bombe gegen Dracula und das erfahren wir dann in der zweiten Story in Wolverine. Und dabei versucht man uns dann hier auch noch irgendwie jetzt zu erklären, was da los war, wie so Wolverine da auf einen Omega Red treffen konnte, der gar nicht da war. Weil der ja zu dem Zeitpunkt schon eingekerkert war. Aquaman fand den auch nicht witzig. Also das war ein Machwerk an dieser Stelle, aber ich will mich daran nicht so sehr aufhalten, weil beide Bände trotzdem gut waren jetzt hier. Ne? Das war nur der größte Manko. Dieser Band macht jetzt was richtig Geniales, denn der macht den Kenny. Oh my God, they killed Kenny! You bastard! Wir beschäftigen uns in diesem X-Force-Band eigentlich nur mit Quentin Quire. Und ihr wisst, ich liebe Kid Omega. Also seit Wolverine und die X-Men liebe ich diesen Typen. Ne? Und er ist halt hier wirklich die Hauptfigur. Denn bisher ist er halt bei jedem Abenteuer von X-Force gestorben. Und das wird jetzt hier richtig aufgenommen. Und wir sehen jetzt halt all seine Best Dads, ne? Und dabei versuchen wir gleichzeitig eine Psychoanalyse der Figur des Quentin Quires aufzubauen, ne? Wegen seinem ständigen Verrecken, dass das halt im Endeffekt Absicht ist, dass er halt immer stirbt, weil er mit sich selbst halt nicht im Reinen ist, ne? Und das fand ich richtig, richtig genial, ne? Vor allem, wie man das dann am Ende auch fortspringt, wie man seine Ursprünge beleuchtet. Also, das war eine richtig geile Kid Omega Story. Die ich einfach nur jeden wärmstens ans Herz legen kann. Total emotional. Ne? Und es spannt auch den Bogen wieder zum ersten Band, zu der Sache, die mit Domino passiert ist. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Ne? Also, richtig geil dieser Band. Wolverine wiederum verschlägt es in seinem eigenen Solo-Band nach Madripoor. Denn ein ehemaliger Kumpel von ihm aus der Zeit bei Team X, der gute Maverick, wird hier auf dem Schwarzmarkt versteigert. Ne? Und der gute Logan möchte natürlich diesen jetzt für die Mutanten ersteigern, weil er halt auch Mutant ist. Er möchte ihn sozusagen nach Hause holen. Ne? Und dementsprechend hat er eigentlich eine Kreditkarte mit unendlich Money. Das Problem ist, er wird leider enttarnt und wird dann selber zu einem Teil, auf das hier geboten wird. Er ist sowas wie eine Kultfigur. Hierbei ist auch ganz interessant, dass hier auch das CIA mit involviert ist in dieser Auktion, mit der ja Logan, wie wir schon im letzten Band gemerkt haben, auch so einige Probleme hat, ne? Ja, und ansonsten in der zweiten Story geht es dann halt mit Omega Red weiter, aber in dem Fall mit der Vampir-Storyline, ne? Mit Omega Red, Dracula geht's hier jetzt weiter, ne? Und hierbei fand ich es auch ganz cool, weil der gute Logan trifft hier auf die Nightwatch. Like Wolverine. Die ja eigentlich eher ins Blade-Umfeld gehören, ne? Und mit denen ist halt auch etwas, naja, etwas Erschreckenderes passiert, ne? Ja, der Band hat mir richtig viel Spaß gemacht, ne? Und Wolverine ist halt eigentlich nicht meine Figur. Ich nehme diese Wolverine-Serie halt wirklich nur mit, weil diese Hickman-Sachen halt alle doch sehr verwoben sind. Ich versuche da ja auch dann immer die englischen Sachen dann digital zu kaufen, sobald die im Sale sind, die Sammelbände, weil das halt alles doch ganz anders irgendwie ein bisschen zusammengehört, als wir es sonst hatten. Sonst würde ich normalerweise keine Wolverine-Serie kaufen. Aber das macht mir wirklich Spaß, was der Benjamin Percy hier schreibt. Wäre halt nur besser, wenn er hier noch ein bisschen mehr Einklang zwischen den beiden Serien schaffen würde. Dann habe ich den zweiten Band von Die Chroniken von Under York gelesen. Sehr spannend inszeniert auf alle Fälle. Ne? Und ich muss sagen, also was halt in diesen zwei Bänden bisher passiert ist, ist halt sehr dicht. Ne? Also das jetzt irgendwie spoilerfrei durchzuziehen, ist eigentlich nicht gegeben. Ne? Also ich muss auf alle Fälle einige sagen, vom Band 1 auf alle Fälle hier dann wohl auch Spoiler. Ne? Spoiler. Also Warnung vorab gegeben. Ne? Also die gute Allison, die eigentlich Künstlerin ist in New York, wurde ja bei einer Ausstellung angegriffen und entführt. Wie sich dann herausstellt, durch ihren Bruder. Sie wurde in die magische Welt an New York gezogen. Eine Welt, die unter New York ist, ne, in der die unterschiedlichen Zauberfamilien
ihren Wohnsitz haben, ne? Alles so zu unterschiedlichen Magien gepaart. Da haben wir halt westliche Magie, dann haben wir Voodoo, ne? Und alles mögliche, indische, mexikanische, chinesische, alle Arten Magie ist hier irgendwo in dieser Pentagrammstadt an New York vertreten. Ne? Lavatei, Las Manos! Und Allison wurde jetzt hierher gezogen, denn sie und ihr Bruder müssen einen Fehler ihrer Familie wiedergut machen. Denn ihr jüngster Bruder hat einen uralten Dämon beschworen, der ihn jetzt auch in Besitz genommen hat, und zwar den legendären Marduk. Na, dieser läuft nun im Körper ihres jüngsten Bruders rum. Und naja, die Eltern der beiden und des jungen Bruders helfen natürlich jetzt Marduk, weil sie halt die Sicherheit ihres jüngsten Kindes halt irgendwie sichern wollen. Ne? Und nach magischen Regeln ist es so, ja, wer das Problem verursacht, muss es auch beheben, ne? Oder die nächsten Verwandten, weswegen das jetzt Allison und ihr Bruder machen müssen, die jetzt hier halt überall auf der Suche nach Marduk sind, ne? Während Marduk halt versucht, in der neuen Welt eine riesige Armee um sich zu scharen, ne? Von erstmal Finanzspitzen, Menschen halt, Brokern, die halt für Geld sorgen sollen, und er findet es auch so lächerlich, dass die Menschen kein Gold und keine Schätze mehr haben, sondern nur noch fiktive Schätze in Form von Einsen und Nullen auf gut Deutsch. Kann er überhaupt nicht verstehen, aber wenn das so ist, hey, besorgt mir davon alles und ich übernehme hier halt die Weltherrschaft, ne? Oh mein Gott, es ist Maus! Ich hätte wissen müssen, dass du hinter all dem steckst, Mickey Maus. Dann unterwirft er sich noch Polizei und alles Mögliche, ne? Und die gute Allison und ihr Bruder müssen halt in New York sich halt überall darum bemühen, halt das Schlimmste einzudämmen, und bekommen es damit immer wieder mit den unterschiedlichsten Untertanen wiederum von Marduk zu tun. Von Werwölfen über Vampire, über alles Mögliche, über Ghouls, wie wir es im ersten Band ja schon hatten. Ne? Also, da brennt die Luft. Ein Feuer in der Nacht, ich brenn für dich. Zusätzlich gibt es ein weiteres Problem, und zwar stehen Bürgermeisterwahlen an, und ich habe noch echt keine Ahnung, warum das so wirklich wichtig ist, aber wir erfahren, dass noch nie eine Wahl in New York stattgefunden hat ohne Unterstützung der Zauberer. Und hier gibt es eben einen jungen, charismatischen Bürgermeisterkandidaten, der wiederum von einem irischen Zauberer unterstützt wird. You just contact the mayor's office. He has a special signal that shines in the sky. It's in the shape of a giant car. Nur wird halt der gegnerische Bürgermeisterkandidat halt auch von Zauberei unterstützt, ne? Dementsprechend, im Endeffekt ist damit immer noch einfach ein ganz normaler scheiß Wahlkampf. Es ist halt so hohl, ne? Weil sie nicht halt den Leuten befehlen können, ey, ihr müsst den jetzt wählen, sondern die machen suggerieren durch Fernsehen, Film, Medien halt ganz normal die Leute zum Wählen, und das machen beide Seiten, und damit ist das eigentlich alles aufgehoben. Die Bürgermeister scheinen alle ziemlich blöde zu sein, wenn die das nicht merken. Klar. Wieso das aber hier drin erzählt wird, das erschließt sich mir noch nicht ganz. Also bin ich sehr gespannt, wie das dann im dritten Band erklärt wird, weil, soweit ich weiß, wird es halt eine Trilogie, die Reihe. Weil es sind ja nur 3 Bände angekündigt. Aber vielleicht zieht sich das dann ja auch noch länger, und es gibt dann noch einen zweiten Zyklus nach dieser Marduk-Story, und dann wird das vielleicht Thema, was das mit den Bürgermeistern auf sich hat, ne? Aber ich finde das halt sehr interessant, diese magische Welt zu beleuchten. Weil sie ganz anders funktioniert, als wir es vielleicht sonst kennen, ne? Die gute Allison zu beleuchten, die ganz große Probleme mit Tiefen hat, ne? Sie konnte halt in New York nicht mehr leben, weil das für sie wie Klaustrophobie war, eine riesengroße Angst, unten zu sein. Und wir erfahren hier drin halt auch endlich, wieso das passiert. Und das hat am Ende auch noch so einen kleinen Dreh, also wirklich auf der letzten Seite dreht es nämlich genau dorthin, zu dem Ursprung, wieso sie Angst hat, ne? Und da bin ich halt auch neugierig, wie das dann im dritten Band weitererzählt wird. Ne? Ja, tolles Ding. Macht Spaß. Und die Zeichnungen von der guten Mirko Andolfo, ich denke, die sind halt klar, die sind halt Spitzenklasse. Ich habe halt schon vor sehr langer Zeit, hatte ich sie auf Instagram mal entdeckt, wo sie halt immer Bilder von Sweet-Hot Paprika geteilt hatte. Und da war ich schon halt ganz neugierig, ne? Und ich habe auch Bock auf Hot und Sweet Paprika, weiß nur noch nicht, wie ich das da generell machen soll.
Eigentlich hätte ich gern die unzensierte Fassung, also Hot Paprika. Aber irgendwie stört es mich, dass das nicht in Farbe ist. Muss ich halt mal überlegen, ob ich mir vielleicht sogar dann beide Fassungen holen werde. Das kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Ist ja noch ein bisschen hin, bis das erscheint. Also die Einzigen in dieser Welt, die mir Befehle geben, sind meine Eier. Na, auf alle Fälle, das macht mir Spaß. Bleibe ich dran. Mal schauen, wie es dann im nächsten Band dann, denke ich mal, ausgeht. Vielleicht geht's auch nicht aus, weil ich verstehe es mit der Nebenhandlung mit dem Bürgermeister noch nicht so ganz, aber es kann ja dann halt sich am Ende noch klären in Bezug auf Marduk, ne? Kann ja auch damit dann zusammenhängen, ne? Aber wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen, denke ich, ne? Jedenfalls macht das Spaß und die Zeichnung, wie gesagt, Spitzenklasse, ne? Gefällt mir. Ja, dann habe ich gelesen Walking Dead Band Nummer 7 vor dem Sturm, dann Band 8 Aug in Aug und Band Nummer 9, im finsteren Tal. Geiles Cover, muss ich sagen, ne? Ja, im Endeffekt endet jetzt hier, um genau zu sein, hier, der erste große Arc, von Walking Dead, ne? Der Gefängnis-Arc, der Woodbury-Arc, ne? Unsere Freunde haben sich in einem Gefängnis, verschanzt. Da leben sie auch, ja, mehr als, gut, ne? Alles relativ safe, bis sie irgendwann durch einen blöden Zufall mitkriegen, ho, sie sind in der Gegend nicht die einzige überlebende Gruppe. Es gibt dann noch eine weitere Gruppe, ne, und zwar die Gruppe aus Woodbury, die eigentlich alles auch ganz normale Menschen sind, wenn man nicht deren Anführer kennen würde, den Governor. Der ist halt ein total durchgedrehter, irrer, wahnsinniger Vollpfosten. Wer bringt dieses Tier um? Dem es nur um eins geht, Macht. Alles drumherum interessiert ihn nicht und alle Menschen um ihn herum sind auch nur Kanonenfutter, um im Endeffekt sein Leben zu schützen. Also er ist ein riesiges Arschloch, ne? Und er will einfach alles an sich reißen, ne? Und greift nun das Gefängnis an mit allem, was er hat. Natürlich hatten jetzt unsere Freunde fast ein Jahr Zeit, sich auf diesen großen Angriff vorzubereiten, ne? Das haben sie auch sehr gut getan. Doch leider sind sie schlichtweg zu wenig, um einer ganzen Ortschaft bestehend aus über 50 Leuten standzuhalten, denn unsere Gruppe besteht ja aus einem Dutzend Personen, ne? Und egal wie gut sie sich verschanzt haben, das hier wird schwierig. Und dementsprechend gehen natürlich auch einige Sachen derbe in die Hose. Geiles Finale und wohl auch eine der verstörendsten Sachen, die ich je in einem Comic gelesen habe und die auch so in der Serie nicht umgesetzt wurde. Das haben die sich halt auch nicht gewagt. Das werde ich hier aber natürlich jetzt nicht erzählen. Ich habe die Seite auch gerade offen. Als ich das damals das erste Mal digital gesehen habe, ich bin vom Glauben abgefallen, weil ich mir sowas nicht vorstellen hätte können, dass man das in einem Comic darstellt. Egal ab welchem Alter dieses Comic ist, ne? Zumindest nicht in einem, was offiziell irgendwo auf der Welt erscheint. Also da hat man wirklich eine Grenze überschritten, die mich auch bis heute noch beschäftigt. Ne? Es ist halt wirklich eine sehr belastende Szene an dieser Stelle. Was ist nur los mit dieser Welt? Band 9 ist jetzt dabei ein Epilog als auch gleichzeitig ein Prolog. In dem großen Kampf mit Woodbury, ja, verlieren wir einige Hauptfiguren. Also es bleibt nicht mehr allzu viel von der Maincast übrig, das kann ich euch hier schon mal spoilern. Ja, und zusätzlich sind unsere Figuren auch noch in alle Winde zerstreut, komplett auseinandergeflücht und wir haben hier in erster Linie eigentlich mit Carl und Rick zu tun, die zusammen unterwegs jetzt noch sind, nachdem sich die Gruppe halt auseinandergerissen hat, ne? Und Rick hat aber eine Schusswunde vor einiger Zeit davongetragen, die sich nun infiziert und ja, er liegt auf gut Deutsch im Sterben, ne? Und jetzt haben wir halt dieses Kind, zu dem Zeitpunkt müsste er 6 Jahre alt sein, vielleicht auch 7 Jahre alt, Kind, was völlig mit der Situation überfordert ist, Angst um sein Leben hat, zwar auch den Teilen schon glaubt, jo, er könnte das hier alleine schaffen, aber halt auch immer wieder diese Szenen kommt, das funktioniert nicht, ne? Ganz besonders interessant wird es dann, als plötzlich das Telefon klingelt und Rick plötzlich Kontakt zu einer anderen überlebenden Gruppe hat, die Sicherheit, Nahrung und Unterschlupf versprechen.
und Rick nun aufbricht, eben diese Gruppe ausfindig zu machen, ne? Das Ding nimmt aber in der Hinsicht eine ganz andere Wendung, ne? Zombies, Mann. Hab jetzt schon Schiss. Dann habe ich endlich den dritten Is No Good Band der Gesamtausgabe von Gossino und Tabery gelesen. Gab ja diese damals vor knapp einem Jahr diesen schönen Schuber mit 4 Bänden, ne, die halt alle gesammelten Stories von Goscinny und halt eben Tabery beinhalten. Leider nicht die restlichen Alben, die Tabery dann selbst gemacht hat, weil die sollen, soweit ich weiß, sogar noch um einiges besser sein, diese, weil das dann auch Langstories werden, ne? Und nachdem ich Valentin gelesen habe, kann ich mir das halt auch gut vorstellen, ne? Hier drin sind halt sehr viele sehr lustige Kurzgeschichten. In der Regel haben wir hier halt die Geschichten mit etwa 6 bis 8 Seiten Länge, in der halt der Großvisier ist nur gut versucht, Kalif anstelle des Kalifen zu werden. In your dreams. Aber eine Besonderheit ist dann auch hier drinne. Wir haben nämlich auch 2 etwas längere Geschichten, die mir richtig viel Spaß gemacht haben. Sie sind keine vollen Alben. Es sind 18 Seiten lange Stories etwa. Ne? Moment, jetzt bin ich ein bisschen zu weit. Da haben wir einmal ein Möhrchen für Ist nur gut, und das scheint aber natürlich eher auf einem Wortspiel zu beruhen, diese Geschichte, die man ins Deutsche nicht übersetzen konnte. Also das ist jetzt zumindest mein Gefühl. Ne? Der gute Kalif hat erfahren mittlerweile oder hat endlich wahrgenommen, dass sein Guter ist, nur gut, eben doch kein Guter ist und dass er eigentlich böse ist und das Volk ihn nicht mag. Nein, doch. Oh. Ne, und irgendwie möchte der Kalif da jetzt irgendwas unternehmen, ne, um eben ja seinen lieben Visier, seinen Großvisier zu einem guten Großvisier zu machen, ne? Er trifft unterwegs einen Zauberer, der ihm berichtet, hey, lieber Kalif, da gibt es etwas. Ein Mittel, was böse Menschen gut macht, und zwar nennt sich das Möhre oder Möhrchen, ne? Und wer das isst, ist gut, ne? Dort, wo man das isst, da gibt es nur herzensgute Leute, ne? What's up, Doc? Und jetzt bricht der Kalif auf eine lange Reise durch den ganzen Orient, auch abseits seines eigenen Landes, auf der Suche nach Möhrchen, die halt, von dem er noch nie etwas gehört hat, ne? Super witzig, hat einen geilen Schluss, ne? Ja, einfach fand diese Geschichte, also die fand ich wirklich richtig, richtig stark. Ist nur gut, spielt hier halt eigentlich zur Abwechslung mal gar keine Rolle. Also der hat hier vielleicht 3 Panels Auftritt in diesen 18 Seiten, ne? Aber es ist halt wirklich sauwitzig, diese Geschichte, ne? Wie gesagt, muss aber mit Sicherheit auf einem nicht übersetzbaren Wortspiel funktionieren, dass halt Möhrchen halt irgendwas mit guten Menschen zu tun hat. Tut mal lieber die Möhrchen, die Möhrchen gibt die Möhrchen. Tut mal lieber die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Mama, gib mal die Möhrchen. Die Möhrchen aus dem Eisschrank. Lustig war hierbei auch, hier tauchen ein paar uns wohl bekannte Piraten auf, ne? Ich denke, ihr kennt ihn da schon, ne? Den man auch aus anderen Goscinny-Werken kennt, ne? Ja, und die nächste Geschichte, die hier drinne ist, die etwas länger ist und die richtig geil war, ist eine Geschichte, wo, ist nur gut, halt wirklich Kalif ist. Anstelle des Kalifen. Für einen Tag. Und zwar gibt es einen Feiertag im Kalifat in Bagdad, den sogenannten Narrentag. Und da tauschen sich einfach mal die Rollen für einen Tag. Das heißt, die Sklaven sind hier mal die Herren und müssen von ihren Herren bekocht und bedient werden. Ne? Und so ist halt der Großvisier an diesem Tag der Kalif, und der Kalif ist halt nur der Großvisier, ne? Die Offiziere der Armee sind halt die einfachen Soldaten, ne? Und so dreht sich das halt hin und her an diesem Tag. Und dementsprechend denkt sich ist nur gut, okay, wir haben jetzt diesen einen Tag und den muss ich nutzen, um Kalif anstelle des Kalifen werden. Ich habe diesen einen Tag, ich kann ganz viel klären, um dauerhaft Kalif zu werden. Zum Beispiel könnte ich ja den Kalifen festnehmen lassen und wegsperren lassen. Das Problem ist natürlich, wenn die Offiziere nicht selbst die Offiziere sind, funktioniert die ganze Befehlsstruktur nicht. Ne? Dementsprechend muss er sich da einiges halt überlegen, was er tut. Ne? Und das ist wieder sehr lustig, sehr politisch. Ne? Und das Ende einfach nur wieder richtig bitterböse. Was auch wieder nur auf einem Witz beruht, der nur in einem Comic funktionieren kann. Also das kann nicht in filmischer Form funktionieren. Ich weiß auch nicht, ob diese Story in der Zeichentrickserie adaptiert wurde.
Ich wüsste aber nicht, wie man das machen will, weil der Gag halt wirklich auf das Zeichnerische beruht. Also die Auflösung geht nur im Zeichnerischen. Und das fand ich richtig stark, ne? Also auch wieder ein toller Band, ne? Vom Ist nur gut, unserem bösen, bösen Großvisier, ne? Außerdem hast du mir eine sehr wichtige Lektion erteilt. Ich habe zwar in all der Aufregung vergessen, welche das war, aber hey, so ist nun mal das Leben. Dann habe ich noch ein Marvel-Ding gelesen, und zwar Heroes Reborn, den zweiten Sonderband. Und ja, dieses Heroes Reborn ist ja im Endeffekt eine Avengers-Storyline, die man halt wieder zu einem Event erklärt hat, was sie eigentlich nicht ist, ist ja auch egal. In der jedenfalls die Avengers nie die mächtigsten Helden der Erde war, weil sie halt nie existiert haben. Stattdessen war das das Squadron Supreme of America, was ja im Endeffekt nichts anderes ist als die Justice League. Ne? Also das heißt, das sind die Marvel-Gegenstücke halt zur Justice League. Wie hier sehen wir halt Nightwing, glaube ich, heißt der Typ, der ja niemand anderes ist als eben Batman. Batman oder Hyperion, der Superman ist, oder Power Princess, die Wonder Woman ist, ne? Also, kurz und bündig, das ist einfach nur, was wäre mit Marvel, wenn halt die Justice League hier existieren würde und welche Auswirkungen hätte das auf den Rest des Marvel-Universums? Und das ist halt sehr genial. Natürlich ist das nicht so wirklich 1:1, weil diese das Squadron Supreme of America ist halt nicht die Justice League. Die sind halt, gehen ganz anders vor, und natürlich der Grund, warum sie existieren, ist ja auch kein wirklich guter, und der manipuliert sie in der Hinsicht halt auch, ne? Und die haben wir halt wirklich richtig geile Stories. Den Anfang macht nämlich im Endeffekt die Suicide Squad, angeführt von Elektra, die hier sozusagen die Rolle einnimmt von Katana. Dann haben wir Frank Castle, der hier die Rolle von Rick Flag einnimmt, der voller Skrupel ist. Dann haben wir hier Crossbones, den ich jetzt hier am ehesten mit Peacemaker aus dem zweiten Film vergleichen würde, ne? Ja, dann einfach noch so zwei Randoms hier. Halt haben wir Clark, der wird hier als Portal genutzt, ne? Den könnte man jetzt vielleicht mit Enchantress noch am ehesten vergleichen, ne? Und hier so ein Wespenviech, das ist einfach nur random dabei, ne? Aber im Endeffekt ist das die Justice League, ne? Und richtig genial fand ich ja auch, wer dann hier am Ende Amanda Waller darstellt, weil das wird uns erst am Ende dann aufgeklärt. Und das fand ich richtig geil. Also, das fand ich richtig geil. Hier gab es so viele Sachen, die ich einfach so humoristisch fand, ne? Das war vielleicht nicht humoristisch gedacht, aber durch diese Hommage fand ich das halt richtig genial. Und ein weiteres Highlight, und das ist so altbacken geschrieben und gezeichnet, und trotzdem nenne ich es Highlight, ist Marvel Double Action, ne? Nummer 1 von 2021. Wo halt Batman vermischt wird mit Captain America und dem Tod von Gwen Stacy, ne? Hier drin erfahren wir, was uns schon in der Hauptreihe auch angeteasert wurde, dass Nighthawk halt eben ja einen Sidekick hatte, nämlich den guten Falcon, ne? Und Falcon wurde halt getötet vom größten Erzfeind von Nighthawk, und zwar dem grünen Kobold, der ja die Rolle des Jokers einnimmt, ne? Und das ist ein Hommage-Festival göttlicher Natur. Okay, es kommt total altbacken her. Sowohl zeichnerisch als auch von Textgestaltung. Man adaptiert hier halt wahrscheinlich wirklich ganz viel 1:1 aus dem Original-Comic, ne? Nur eben nochmal neu gezeichnet und die Texte vielleicht ein bisschen umgeschrieben. Aber ich denke mal, dass das 1:1 das Ganze ist. Und es ist so genial, ne? Und auch genial ist halt die Commissioner Gordon Story hier drin, oder besser gesagt American Knight, in der Luke Cage Commissioner Gordon darstellt, ne? Und es mit einem religiösen Superheld zu tun bekommt, der halt hier in seiner Stadt die ganze Zeit irgendwelche Schurken niederknüppelt mit einem Baseballschläger. Und das kann natürlich nicht geduldet werden, obwohl er ja die ganze Zeit sich ständig den Nighthawk als Hilfe dazu ruft, ne? Aber diesen Helden kann er natürlich nicht dulden, ne? Und das ist halt, ja, jetzt die Kombination zwischen halt Commissioner Gordon mit Daredevil und Luke Cage. Bombe. Also auch eine richtig geile Bombe-Story, auf die ich ja auch von Anfang an Bock hatte, ne? Dann haben wir halt Nightbird als Story, und das Cover sagt's ja schon, das ist natürlich Batgirl. Und hier bekommen wir die Origin von Gwen Stacy als Nightbird geliefert. Hierbei fand ich es auch ganz interessant, weil es nicht einfach nur Batgirl ist, sondern auch noch Batwoman mit reingemischt wird. Also wir haben Batgirl und Batwoman hier drin so ein bisschen gemischt, weil diese Gwen Stacy ist nämlich homosexuell und ist in der Beziehung mit einer Polizistin. Und das erinnert natürlich ganz stark an Katie Kate, ne?
Aber ansonsten, ja, ist das halt eben Batgirl, ne? Und das ist halt auch richtig genial, vor allem, weil das dann auch ein bisschen gemischt wird mit der Geschichte unserer klassischen Gwen Stacy und mit eben einem Gegner, den man halt auch klar mit Gwen Stacy in Verbindung bringt. Und das halt auch wieder im doppelten Sinne, weil dieser auch nicht derjenige ist, der sein soll, ne? Und das war richtig geil. Also das war richtig geil. Und dann gibt's aber eine Story, wo ich jetzt leider nicht weiß, worauf die im DC anspielt. Könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben. Und zwar Weapon X and Final Fight. Ne? Und hier zeigt sich halt wieder, wie arschig halt dieses Squadron Supreme ist und die amerikanische Regierung in dieser Welt. Denn die haben einige Landstriche von Kanada annektiert, um dort an die Bodenschätze ranzukommen. Und natürlich Logan und der Rest der des Alpha Fights, der klassischen Alpha Fights, die hier halt Final Fight sich nennen, versuchen hier halt gegen das Squadron Supreme zu gewinnen, die zurückzuschlagen. Ne? Und hierbei gibt es dann auch ein paar Anspielungen auf der Tod von Superman, ne? Aber ich hab sie satt, eure Gedenkfeiern oder die Flüge zu Heimatplaneten, um eure verschissene Asche zu verstreuen. Ich habe es satt! Das konnte ich halt ganz klar identifizieren, ne? Und das war auch eine sehr gute Story, die ich halt auch richtig gut empfehlen kann, die halt auch eine bitterbösen Gag eigentlich am Ende hat, ne? Was ich auch richtig gut fand, ne? Der zweite Band der Sonderbände ist weitaus stärker als der erste. Gut, der erste hat ja halt auch wirklich ausschließlich sich Superman bedient, während der zweite sich eher dem Dark Knight widmet und den dunkleren Helden, ne? Also, das ist halt so, das passt halt, wenn man meine Sammlung betrachtet, so Bat Family, ne? Das trifft hier am ehesten. Wir haben hier halt Batman-Stories drin und ich bin ja einer, ich zähle Suicide Squad für mich halt mit zur Bat Family. Durch die Harley Quinn-Verbindung ist das halt in meiner Sammlung, ne? Ne, und das sehe ich hier halt. Hier sehe ich halt eben ausschließlich Bat Family. Wir haben Commissioner Gordon. Wir haben halt diese eine klassische Batman-Story. Ne, wie gesagt, das Einzige, was ich halt nicht ganz verstanden habe, war jetzt diese Logan-Story. Es könnte aber vielleicht auch so eine Anspielung auf Batman and the Outsiders sein. Aber würde halt nicht funktionieren, weil dann müsste ja Nighthawk die federführende Figur sein. Wir haben Batgirl hier drinnen gemischt, gepaart. Besser gesagt mit Batwoman, ne? Also das ist dann für mich hier der sogenannte Batman-Band. Und das andere war dann für mich mehr der Superman-Band. Weil da drehte sich halt alles mehr um Superman und halt die Justice League, ne? Und dementsprechend, das wirkt natürlich bei mir viel besser, weil das halt die düsteren Seiten dieser Welt mehr beleuchtet, ne? Und natürlich diese wunderschönen Anspielungen und diese Kombination mit DC ist einfach wirklich göttlich. Und ich verstehe auch, warum man, ich verstehe jetzt auch so richtig erst, warum man eigentlich als Handlungsort Washington DC gewählt hat, ne? Wegen dem DC, weil dann plötzlich auch ein Fernsehsender namens DC News auftaucht, ne? Einfach richtig, richtig geil. Also, ja, also ich habe so viel Spaß mit diesem Event gehabt oder mit dieser Storyline. Ich verstehe nicht, warum die Leute davon nicht auch so begeistert sind, weil das macht einfach nur Spaß. Das ist reine Unterhaltung, reine Hommage. Ich liebe es. Also riesige Empfehlung aus meiner Sicht auf alle Fälle für Heroes Reborn. Egal ob Hauptreihe oder diese Spin-Off-Sachen. Das macht wirklich einfach nur Spaß und ist unterhaltsam. So, ganz einfach. Und dann habe ich mir jetzt mal wieder ein paar Entengeschichten geholt. Diesmal aber was anderes als sonst. Sonst hole ich mir ja immer so LTB-Sachen, ne? Und da gucke ich auch schon immer sehr, ne? Habe ich auch schon wieder zwei Sachen dort liegen, ne? Das ist jetzt für mich so ein bisschen meine Busunterhaltung oder an den Tagen, wenn ich zu früh an der Arbeit bin, lese ich da meistens auch noch, wenn ich nicht gerade irgendwas zusammenschrauben muss, ne? Oder freitags, wo ich den ganzen Tag bin, habe ich auch mittendrin 2 Stunden Pause und noch ein paar, bin ich auch meist noch so früh, dass ich noch vor Öffnung da bin, weswegen ich da auch noch 1/2 Stunde rumkriegen muss. Und dann lese ich dann halt immer so ein bisschen und dann lese ich mittlerweile halt ganz gerne diese Entengeschichten und wie gesagt, ansonsten halt im Bus sehr stark. Und das sind auch meistens Sachen, die nicht in meiner Sammlung bleiben, bis auf die Karl Barks Sachen. Also das, was dann wirklich von diesen ganzen Sachen, die ich euch in den ganzen letzten 2-3 Jahren von Mickey Mouse vorgestellt habe, sind halt die Karl Barks Sachen in meiner Sammlung. Es ist dieses ATB 44, was ich geschenkt bekommen hatte. Es ist, ja, 3 Premium-Bände, nämlich, nee, 4, halt 3-mal Darkwing und 1-mal Chip, Chip und Chap. 2 DuckTales-Bände, und zwar den 3. und den 4. mit den Kurzgeschichten. Die anderen beiden sind halt gleich rausgeflogen. Ja, was habe ich noch? Dann die Ausgabe mit der Schatzinsel und die mit Morsopolis, ne? Und noch eine Literaturausgabe, wo Moby Duck drin war. So, das sind die Sachen, die in meiner Sammlung geblieben sind. Alle Spezials, Mickey Mouse, Taschenbücher, das fliegt alles raus. So, und jetzt habe ich mal mir das hier mitgenommen. Ne? Einmal die Dezemberausgabe von
die tollsten Geschichten von Donald Duck, Ausgabe 415, fuck off, und 400, Nummer 16, die ist frisch erschienen. Hier gibt's aber einen anderen Kaufgrund, ne? Und ich hatte das hier im Laden gesehen, und das hatte ich mehrfach im Laden gesehen und immer wieder durchgeblättert, und ich bin halt über diese Geschichte hier gestolpert. Und das sah für mich aus wie Don Rosa. Ich habe nicht viel Ahnung von Don Rosa, aber es sah für mich aus wie Don Rosa. Hab dann natürlich hier vorne geguckt, wo im LTB immer steht, wer das gemacht hat. Es steht nicht dabei, es steht hier nur an der Seite Created. Also, keine Ahnung, war das Don Rosa oder nicht. Zu Hause habe ich es dann mitgekriegt, dort steht es hier, in diesem Heft steht das hier vorne mit dabei. Es war eine Don Rosa Story. Und die war für mich halt im Endeffekt der Hauptgrund, dass das wie eine Don Rosa Story aussah. Und ich gedacht habe, das ist auch eine und das ist genial. Also klar, diese Gesamtausgaben kommen für mich nicht in Frage. Das geben Endenausgaben nicht für mich her, dass ich mir diese teuren Ausgaben da hole. Aber wenn ich wünschte mir so sehr, dass die halt auch in diese ATB Classic Reihe dann mit Don Rosa weitermachen. Weil das ist wirklich, das ist zeichnerisch ganz anders. Ne? Das hat wirklich so seinen eigenen Charme. Die Hintergründe sind befüllt und auch im Hintergrund laufen manchmal so ein paar kleine Gags ab. Das ist wirklich sowas ganz, ganz Eigenes, ne? Und in dieser Geschichte geht's eigentlich darum, Gunde möchte wie immer natürlich den Glückszähler haben, ne? Und jetzt kam sie auf den Gedanken, ey, ich reise einfach in die Vergangenheit und klaue dem jungen Dagobert Duck seinen Glückszähler, ne? Jo, also, ab nach Schottland der Vergangenheit, um diesen Zähler zu klauen. Den Fehler, den sie aber begeht, sie klaut den Zähler, bevor dieser an Dagobert Duck kommt, ne? Oder in den Besitz von Dagobert Duck kommt. Und dann merkt sie irgendwann, oh, ganz clever war das nicht. Ne? Echt genial geschrieben, diese Geschichte. Ne? Und ich muss auch sagen, die anderen Geschichten hier drinne fand ich auch gut. Wir haben hier eine Weihnachtsgeschichte, der Weihnachtswohltäter. Ja, Donald und Tick, Trick und Track machen Dagobert ein paar Wurfwürfe. Alle Reichen spendieren hier irgendwas für die Stadt. Und du machst gar nichts, woraufhin Dagobert sagt, okay, ich spende jedem allen kinderreichen Familien einen Weihnachtsbaum, was ihnen nicht viel kostet, denn er hat einen ganzen Forst mit Tannenbäumen, die er eh fällen will. Und er schickt halt jetzt seine Neffen dorthin, eben diese Bäume zu fällen. Das Problem ist, dass das Wetter nicht so ganz mitspielt. Ne? Fand ich auch eine richtig tolle Story. Dann eine Daniel Düsentrieb-Story mit, ich glaube, Dieter Duck oder wieder? Nee. Dieter Duck, Dieter Düsentrieb, also mit seinem Neffen, die zusammen ein ja, Modellboot aufbauen, war jetzt nicht die Bringer-Story, ne? Kampf der Feldherren, ne? Halt jährliches Stadtfest, Parade, soll halt geklärt werden, wer ja, was für eine welches Thema halt das Stadtfest hat, und ja, Donald und Gustav reichen Cäsar als Thema ein. Und ja, damit muss ja zwischen den beiden geklärt werden, wer die Parade nun anführen darf als selbiger, ne? Und das ist, gibt halt auch immer wieder ein paar lustige Ideen. Dann eine recht kurze Geschichte, die ich aber auch richtig geil fand, Flügellahm. Donald, ja, versucht sich als Fahrradkurier, passt perfekt ja in die heutige Zeit, wir haben ja heutzutage viele Fahrradkurier, aber die Geschichte ist von 1995 und bekommt aber den Auftrag, einen Flügel abzutransportieren, ne? Was natürlich nicht möglich ist. Ne? Das ist natürlich klar. Und dadurch ist das so witzig. Aber das hat auch vor allem diesen Charme dieser alten Zeitungsstrips. Irgendwie hat das für mich so ja, diesen Input gehabt wie diese alten Zeitungsstrips. Ne? Fand ich halt auch richtig toll. Dann eine nicht so gute Daniel Düsentrieb-Geschichte, wo er einen Wahrsagerautomat erfindet, der halt etwas zu genau ist. Ne? Dann eine Donald Duck-Geschichte, wo Daisy halt eine Skulptur von Donald gemacht hat und damit an einem Wettbewerb teilnehmen will, und Donald zerstört aus Versehen diese Figur und muss das halt wieder begradigen. Und auch eine richtig tolle Story, die ist auch uralt. Die ist wirklich uralt. Die ist von 77, aber hat irgendwie so einen richtig geilen Stil, und ich find's halt hier ganz schön, dass man hier auch mal die Farben erneuert, nicht so wie bei den alten LTBs-Geschichten, wodurch das halt auch wirklich richtig geil wirkt, mit Madame Mim, Tick, Trick und Track, versuchen halt mal wieder ein Abzeichen für die vielen Fiese-Schweif zu bekommen, und gehen in den Zauberwald von Madame Mim. So,
und das gepasst der überhaupt nicht, ne? Und das finde ich halt insofern ganz interessant, weil hier Madame Mims Charakter geändert wird. Ne? Bisher, wenn ich sie irgendwo gesehen hatte, mal so bei Duck-Geschichten, war sie halt immer böse, mit Gundel zusammen sich getan und all sowas. Hier wird ihr Charakter geändert, so wie ich sie auch dann eigentlich aus Entenhausen von A bis Z, was mal so eine Beilage in meiner Kindheit in der Mickey Mouse war, kennengelernt hat, dass sie eigentlich gut ist, dass sie mit Dicky, Ducky und Ducky befreundet ist, halt den weiblichen Gegenparts von Tick, Trick und Track, ne? Und in einem der Mickey Mouse Taschenbuch hatte halt ja auch eine Geschichte mit ihr, wo sie halt auch gut war. Und das wird hier sozusagen ein bisschen angeleiert, scheint so, und dann wahrscheinlich in den Kanon übernommen, ne? Und dann steht noch eine sehr, sehr lange Abenteuergeschichte, die gut geschrieben ist, aber schlecht gezeichnet ist. Erfurt zur Nebelinsel. Ne? Schatzsuche, Donald und Dagobert und die Neffen, ne? Auf dem Meer, verfolgt von den Panzerknackern. Die Geschichte ist wirklich gut. Die Zeichnungen, die tun weh. Und zwar sind die von Toni Strobel und Steve Sturr zusammen. Und ich glaube, dieser Steve Sturr, der rettet das Ganze, weil ich habe in dem anderen Band noch eine Toni Strobel Story hier. Wie heißt er? Toni Strobel. Also, ich weiß nicht, wer lässt denn so jemanden Enten zeichnen? Gottes Willen, das ist total kaputt. Perspektive stimmen nicht, Formen stimmen nicht, Bewegung stimmen nicht. Wenn man die laufen sieht, es gab so eine Laufszene von Dagobert in dieser Geschichte, das tat einfach nur weh. Hier, schaut euch das mal an. Wer zeichnet denn so? Richtig schlimm. Also zeichnerisch geht das gar nicht fit. Überhaupt nicht. Die Story war aber gut. Ne? Und dann habe ich mir halt, wie gesagt, auch noch die nächste Ausgabe geholt, die ganz aktuell draußen ist. Und die habe ich ehrlich gesagt auch nur geholt, weil hier eine Story drin ist, die so schlecht gezeichnet war, dass ich gedacht habe, über die müssen wir reden. Und die ist komischerweise wieder von diesem Toni Strobel gezeichnet. Diesmal aber komplett nur von ihm. Schaut euch mal das an. Ey, Verquerer, geht's doch gar nicht. Und wer läuft denn so? So laufe ich jetzt. Ey, das tut weh. Ja, und diese Gesichter hier, ey, wo sind denn die Seelen von den Figuren? Sind die tot? Sind das tote Figuren, diese Blicke? Da kriege ich ja Angst, da kriege ich Albträume. Die Story hier ist nur halt auch ganz schlecht. Da Donald und Gustav machen hier irgendeinen Winterwettbewerb, ne, und wer gewinnt? Totaler Rotz. Schlecht gezeichnet. Und Charakterdesign total verfehlt. Also wer immer dieser Toni Strobel ist, ey, geht mir ja nicht noch mehr mit dem. Also die habe ich wirklich nur genommen, um euch zu zeigen. Also diese Hälfte habe ich nur deswegen mitgenommen, weil das so schlecht gezeichnet ist, dass ich euch das unbedingt mal zeigen musste. Also, das, boah, ey, da kriege ich ja Enten besser gezeichnet hin. Und ich habe echt Probleme mit Entenzeichnen, ne? Also, wirklich. Ja, ansonsten, der Rest ist jetzt hier halt keine Burner-Sachen. Also hier bei Weitem nicht so geil wie das andere Heft. Es sind auch weniger Seiten, es ist nur die Hälfte etwa, ne? Ärger mit dem Finanzamt ist eine Neuadaption einer Karl Barks Story im Endeffekt. Es ist Jahresende und Dagobert hat schon wieder zu viel Geld verdient. 200 Millionen sind es diesmal und die muss er loswerden noch vor Jahresabschluss. Ansonsten rutscht er in die nächsthöhere Steuerklasse. Ne, und das will er natürlich nicht, weil er dann wiederum viel mehr Geld bezahlen müsste an Steuern, als er jetzt Gewinn rausgeholt hat. Und gibt jetzt Donald zum Auftrag, dieses Geld zu verprassen. Die Story ist natürlich total unlogisch. Du kannst halt nicht Geschäftsgelder einfach wahllos irgendwie verprassen für irgendeine große Familien-Silvesterfeier. Das geht natürlich nicht. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber die Story war witzig. Ist aber eben, erzählt aber jetzt hier halt wirklich nicht diese Karl Barks Story nach, sondern macht eben aus demselben Grundgerüst ein ganz eigenes Ding und hat mir am Ende auch viel Spaß gemacht und geht auch ein bisschen anders da aus, ne? Ja, dann haben wir halt eine kleine Story wieder mit Gustav und Donald, geht halt, ja, um ein Gewinnspiel, wo beide halt teilnehmen, ne? Und wer soll denn da auch schon gewinnen als Gustav, ne? Und auch die nächste Story ist eine Gustav-Story, die aber dafür etwas länger ist. Donald und Gustav nehmen an einem Schneeskulpturenwettbewerb teil, wobei bei Gustav kann man ja nicht von Teilnahme reden, während Donald halt wirklich versucht, irgendwas
aufzustellen, was Großes zu machen, womit er gewinnen würde, und ihm, ja, funkt halt immer wieder was dazwischen. Dazwischen haben wir dann ein paar alte Zeitungsstrips, ne, die dann halt immer so als Woche getarnt sind, halt Montag, Dienstag, wo halt immer ein Wochentag erzählt wird im Winter jetzt, aber eben, es sind halt diese alten Zeitungsstrips, die mag ich halt persönlich sehr. Dann wieder eine kleine Schatzsuche mit Dagobert Duck und den Panzerknackern, die war richtig gut. Die war auch von den Zeichnungen, hat mir die gut gefallen. Wir hatten die gemacht? Script von Dave Angus und die Zeichnungen sind von VK. Die gefallen mir ganz gut. Ist jetzt nichts überragend Besonderes, aber es gefällt mir vor allem in der neuen Kolorierung. Ne, VK ist ja auch ein etwas älterer Zeichner. Von wann ist die Serie, Story von 75, ne? Und dann haben wir eine Gundel-Story mit ihrer Nichte. Gundel möchte natürlich, dass ihre Nichte eine große Hexe wird und nicht so viel mit Tick, Trick und Track spielt, und verbietet halt der Nichte halt mit den, ja, Neffen von Donald zu spielen, worauf sie mit einem Zauber halt alle möglichen Tiere jetzt in Menschen verwandelt, um mit denen zu spielen, was halt nicht so gut ausgeht, ne? Das fand ich auch eine tolle Story. Ja, und wie gesagt, am Ende kommt dann halt diese komische Toni Strobel Story, die man am besten mit Feuer verbrennen sollte. Also das Heft bleibt auch nicht in meiner Sammlung, das kommt anderswo hin, aber das Heft bleibt allein schon nur wegen der Don Rosa Story in meiner Sammlung, aber halt auch die anderen Sachen, die hier drin waren, waren halt ganz nett, aber wie gesagt, die Ausgabe bleibt jetzt nicht in meiner Sammlung, hier wären halt auch wirklich nur so zwei Geschichten gerade mal drin, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Es war halt eben ja die Finanzamtsstory und diese kleine Schatzsuche mit VK, ne? Und die Gundel-Story, die ja ist jetzt auch nicht so besonders, die punktet dann auch eher mehr dadurch, dass sie ein bisschen eigenwilligeren Zeichenstil hat, ne, und das für 69, sehe ich gerade, das ist von 69, ne, und da ist man schon so einen eigenwilligen Zeichenstil eingegangen, überraschend, ne, ja, gut, ne, so, wisst ihr Bescheid, das habe ich dann alles die Woche gelesen, damit sind wir wie immer durch, wir sehen uns dann, denke ich mal, nächste Woche, tschüss Leute. Was geht ab, Leute? Ich bin der letzte Mensch auf der Erde. Die Erde ist komplett im Arsch. Vergesst nicht, das zu liken und mich zu abonnieren. Wir sehen uns.